Abgeschoben und vergessen. Ihrer Würde beraubt, leben sie im Dunkeln. Ein ausgemusterter Zirkuslöwe und sein Rudel. Nun kehren sie heim, ins Land ihrer Ahnen. Und in einem einzigartigen Wildtierreservat beginnt für sie ein neues Leben. Ein Leben in Freiheit. Geschichte der Heimkehr missbrauchter Löwen. In die Welt gesetzt, um Menschen zu unterhalten. Und die Geschichte einer starken Frau, die ihr Leben diesen Tieren gewidmet hat. Allein in Europa werden 2000 Großkatzen gefangen gehalten. In Gefangenschaft geborenen Löwen in Afrika eine neue Heimat zu geben, ist Hildegard Pirkers Lebenswerk. In Südafrika hat die Tierschutzorganisation Vier Pfoten für die geretteten Löwen Land gekauft. Die ersten Heimkehrer an den Lions Rock waren Löwen aus Österreich. Neo, der Anführer des Rudels, wurde im Safaripark Gensandorf geboren und bereits dort von der Löwenexpertin betreut. Nach dem Konkurs der aus der Mode geratenen Publikumsattraktion kamen die Löwen nach Lions Rock. Hildegard Pirker ging mit ihnen und blieb. Stolz markiert der Anführer sein Territorium, ein 5 Hektar großes Gehege, das Neo mit 6 Löwinnen teilt. Durch Gebrüll wird der Zusammenhalt des Rudels immer wieder neu gefestigt. Schon seit 6 Jahren genießt das Rudel die Freiheit am Löwenfelsen in Südafrika. Bis zu einem gewissen Grad sind die Gensandorfer natürlich schon mehr an mein Herz gewachsen, weil ich einfach eine Geschichte mit den Tieren habe, die viel länger zurückgeht. Ich kenne die meisten von Geburt an. Aber natürlich für mich sind alle Tiere gleich wichtig und haben die gleiche Aufmerksamkeit von mir. Heute betreut die Niederösterreicherin an die 100 Löwen in Freilandgehegen. Mit 1200 Hektar Gesamtfläche bietet Lions Rock aber noch viel Platz für weitere Heimkehrer. Timothy, hast du Camilla heute schon gesehen? Wie geht's ihr? Es geht ihr gut. Sie ist reingegangen, nicht wahr? Ja. Ich glaube, sie ist jetzt wieder im Haus. Ja, sie ist im Haus. Beschauliche Kleinstadt-Idylle im holländischen Friesland. Gezähmte Natur vor der Haustür. Doch hinter der lieblichen Fassade gibt es Leben, das nicht gezähmt werden sollte. In einem heruntergekommenen Tierasyl fristen 35 Raubtiere ein erbärmliches Dasein. Geboren in Gefangenschaft, vernachlässigt in bankrotten Zoos, aus Zirkussen abgeschoben. Für sie ist der letzte Vorhang gefallen, das Scheinwerferlicht erloschen. Sobald die Show vorbei ist, schaut keiner mehr hin. Doch nun gibt es Hoffnung für die Tiere. Die Station wurde von den Vier Pfoten übernommen.
Ein Transport nach Lions Rock wird vorbereitet. Ein Transport in die Freiheit. Sechs Löwen stehen kurz vor einer langen Reise. Die Löwin Gypsy, 13 Jahre alt, seit 5 Jahren im Tierasyl. Wegen Inzucht und Fehlernährung in einem rumänischen Zoo sind ihre Kniegelenke verwachsen. Der harte Käfigboden ist für die Löwin eine Qual. Kongo, ein Riese mit über 250 Kilo Gewicht. Noch nie wurde ein größerer Löwe nach Lions Rock gebracht. Auch Pregan und Simba, zwei Löwen aus Deutschland, gehen mit auf die große Reise. Geboren in der Schweiz, war der heute 11-jährige Kongo der König in der Manege, Star in einem deutschen Zirkus. Nach Auftritten in halb Europa wurden er und seine Schwestern ausgemustert und abgeschoben. Jetzt begleiten Nora und Naida ihren Bruder nach Afrika. Die engen Käfige in Europa sind für sie bald Vergangenheit. Hochwinter in Lions Rock. Raureif sogar auf den Federn des Vogels Strauß, der die Nacht über bei minus 15 Grad gebrütet hat. Die Savanne um den Lions Rock liegt auf einem Hochplateau, 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Die meisten Löwen im Reservat sind in Europa geboren. Kälte stört sie nicht. In der natürlichen Umgebung kommt die Lebensfreude schnell wieder zurück. Bis zu 40 Mal pro Tag besteigt der Löwe das rollige Weibchen. Das Liebesspiel bleibt ohne Folgen. In Lions Rock werden den männlichen Löwen die Samenleiter durchtrennt. Sie sollen keinen weiteren Nachwuchs zeugen. Ihr Sexualtrieb wird ihnen dadurch nicht genommen. Und auch die Blässhühner zeigen bereits im Winter Frühlingsgefühle. Viele Vögel sind weggezogen. Das Kammblässhuhn bleibt das ganze Jahr in Südafrika. Der Wasserstand ist niedrig, Nistmaterial und Futter leicht verfügbar. Das Männchen taucht nach Wasserpflanzen. Das Weibchen arbeitet das Nistmaterial ins gemeinsame Nest ein. Weltweit gibt es 11 einander sehr ähnliche Arten Blässhühner. Das Kammblässhuhn trägt auf der Stirn 2 blutrote Höcker. Ablöse auf dem Straußengelege. Tagsüber brütet die Henne. Kurz vor Sonnenuntergang übernimmt der Hahn den Schutz des Geleges vor Kälte und Schakalen. 13 Eier liegen in der Nistgrube, jedes Stück so groß wie 23 Hühnereier.
Das Pärchen brütet schon seit 6 Wochen. Bald werden die Jungen schlüpfen. Der nächste Morgen in Holland. Wie jeder Tag beginnt auch dieser für die Großkatzen mit Warten. Und nichts tun. Heute gibt es etwas Abwechslung in ihrem monotonen Alltag. Jeweils 2 Tage hintereinander bekommen sie Futter. Danach gibt es einen Tag lang nichts zu fressen. Auch in der Natur finden die Raubtiere nicht täglich Beute. Tierpflegerin Inge bringt den Tieren pro Woche etwa 700 Kilogramm Fleisch. Die Kosten dafür haben den Vorbesitzer in den Konkurs getrieben. Für Kongo und seine Schwestern ist es die letzte Mahlzeit hinter Gittern. 2 Tage noch, dann wird sich ihr Leben komplett verändern. Auf Inges Fütterungsplan stehen nun die sibirischen Tiger. Die Geschwister Zita, Mirsa und Rafik wurden in diesem Verlies mitten in Europa geboren. Ah, ihr seid schon alle da. Gut so, Jungs. Warte, ruhig. Rafik, gut so, Junge. Die Tierpflegerin arbeitet routiniert, aber auch sehr konzentriert. Sie weiß, ein falscher Handgriff kann ihr letzter sein. Okay, jetzt geht's weiter, Rafi. Gut so, Junge. Ja. Auch die Tiger sollen schon bald in Lions Rock eine bessere Heimat finden. Lions Rock war früher eine Löwenfarm. Die Übernahme durch die Tierschützer hat diesem Rudel das Leben gerettet, denn sie wurden für die Jagd gezüchtet. Von Menschenhand aufgezogen sind Löwen für Jagdtouristen aus der ganzen Welt eine leichte Beute. Für eine Trophäe zahlen sie bis zu 50.000 Euro, ein Millionengeschäft. Die Gehege für die 6 Neuankömmlinge aus Europa sind 4 Meter hoch und durch einen Elektrozaun gesichert. Die Gitter reichen tief in den Savannenboden. Nicht einmal Erdhörnchen wühlen sich dadurch. Die nächsten Anlagen sind schon geplant, denn immer lauter wird in Europa die Diskussion über die Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft. Durch verschärfte Vorschriften wird Lions Rock für immer mehr Löwen zum Zufluchtsort. Hildegard Pirkes Mission ist noch lange nicht zu Ende. Lions Rock ist aus der Not heraus entstanden, dass extrem viele Großkatzen in Europa und weltweit natürlich in extrem schlechten Haltungsbedingungen leben, in Zirkussen, in Zoos. Und speziell in Europa war klar, dass immer mehr Zoos, die einen sehr niedrigen Standard haben, zusperren müssen und dass dann besonders Großkatzen und besonders Löwen dort einfach dahin vegetieren und keiner hat eine Lösung für die. Zweimal in der Woche am frühen Morgen versetzt Fleischgeruch die Tiere in Aufregung. Es gibt Futter.
Diese elf Löwen sind miteinander aufgewachsen. In freier Wildbahn würden sie gemeinsam jagen. Doch hier fiebert das Rudel nicht der Jagd entgegen, sondern der regelmäßigen Fütterung. Die Vorfreude auf die Mahlzeit ist groß. Löwen sind als Rudeltiere nicht in der Lage, alleine zu jagen. Die müssen das im Verband lernen. Und die lernen das, wenn sie aufwachsen von den Familienmitgliedern. Und ein Tier, das das ganze Leben in Gefangenschaft gelebt hat, das immer nur gefüttert wurde, den könnte man das einfach nicht anbieten, das zu lernen. Also im Endeffekt, wenn du die in die Wildnis einfach entlässt, würden die verhungern. Ein Großteil des Futters stammt von Spenden riesiger südafrikanischer Rinderfarmen. Zur selben Zeit beginnt im holländischen Tierasyl die Überstellung nach Lions Rock. Sechs Löwen müssen betäubt, untersucht und in ihre Transportboxen verfrachtet werden. Können wir schon alle Pfeile gemacht? Alle? Ja. Große Herausforderung im Allgemeinen für den Wildtierarzt ist, dass wir unsere Patienten nicht kennen. Wir kommen hierher, wir haben also Patienten vor uns, die wir vorher nicht untersuchen können, wie bei Menschen oder in einer Kleintierpraxis, wo wir eine Narkosevoruntersuchung machen, dass wir wissen, wie sind die Leberwerte, sind die Nieren in Ordnung. Wir wissen nicht mal das Körpergewicht, das heißt also, man muss so grob schätzen und das Tier von außen versuchen so einzuschätzen, ist der Gesundheitszustand okay oder gibt es Probleme. Soll ich ihn abhängen? Kongo ist besonders nervös. Er wird als erster betäubt, damit er die anderen nicht noch mehr beunruhigt. Und? Er sitzt. Zweiter für Sie. Das Betäubungsmittel zeigt keine Wirkung. Der zweite Pfeil gilt Nora. Um die Löwin nicht zusätzlich zu reizen, tritt der Tierarzt rasch zurück. Kongo braucht eine höhere Dosis. Bei Nora wirkt die Betäubung rasch. Können wir sie kurz gerade hinlegen? Ja, komm mal hin, warte. Es sind natürlich gefährliche Tiere. Darum ist hier Sicherheit an erster Stelle zu setzen für Tier und Mensch. Es sind halt Fleischfresser und wir sind natürlich mit dem Beuteschema enthalten. Wenn die Narkose zu tief ist, dann kann es Probleme geben, dass sozusagen ein Narkosezwischenfall sich andeutet. Wenn sie zu flach ist, dann kann eine leichte Abwehrbewegung schon dazu führen, dass sich Menschen sehr stark verletzen. Oder der Worst Case ist natürlich, wenn ein Tier wach wird in diesem kleinen Käfig und die Fluchtmöglichkeiten sind hier relativ begrenzt. Also man muss hier sehr vorsichtig arbeiten. Relativ kleine Gefäße. Auch bei Kongo zeigt das Narkosemittel endlich Wirkung. Der pennt jetzt gerade ein. Den Sauerstoff könnt ihr am Käfig hinmachen, in the crate. Sauerstoff? Habe ich draußen am Käfig. Also du, mach den Tropf ran und dann bringen wir sie raus. Wie ist die Herzfrequenz? 66. Was? Schaust du auf den Löwen? Seine Augen bewegen sich noch. Danke. Der mächtige Kongo scheint endlich zu schlafen. Doch der Tierarzt geht auf Nummer sicher. Johanna? Ja? He still has lid reflex. Hä? Er hat immer noch lid reflex. Pregan, der Löwe aus Deutschland, ist der Nächste.
Die Narkose wirkt nur kurz. Vor dem Transport müssen die Löwen wieder wach sein. Wenn das Gitter hochgeht, bleiben dem Veterinär etwa 45 Minuten Zeit. Bevor wir den in den Käfig machen, bitte den Chip kontrollieren. Der Gesundheitszustand des Schwergewichts Kongo ist in Ordnung. Doch die Zähne sind stark geschädigt. Seine Schmerzen müssen erheblich sein. Alle Fangzähne sind abgebrochen. Kommt, Burschen, er ist nur für kurze Zeit betäubt. Wir müssen ihn in die Box laden. Zieht ihn ein Stückchen nach vor. Drückt die Beine vorne rein. It's okay. Ist's okay, dass sich Kongo bewegt? Ja. Ist er denn wach? Das ist Absicht, dass Sie jetzt aufwachen. Beim Transport müssen Sie wach sein. Für das größte Rudel im Reservat, die 11 in Lions Rock geborenen Löwen, hat sich Hildegard Pirke eine besondere Beschäftigung einfallen lassen. Sie will den Spieltrieb der Tiere wecken. Zunächst ist das unbekannte Objekt für das Rudel ein Eindringling im eigenen Revier. Und darum kümmert sich der Chef persönlich. Schon bald ist klar, Gefahr geht davon nicht aus. Der vermeintliche Gegner wehrt sich nicht. Doch vielleicht ist er essbar? Nach eingehender Untersuchung und einigen erfolglosen Bissversuchen erkennt der neugierige Löwe, dass es sich bei dieser Kugel aus hartem Kunststoff um keine Beute handelt. Weder Feind noch Beute, beginnt er mit dem Ball zu spielen. Dann darf auch der Rest des Rudels mitmachen. Das Experiment der Tierpflegerin ist gelungen. Sinne und Instinkte der in Gefangenschaft geborenen Tiere sind geweckt. Die jungen Strauße sind geschlüpft. Vom ersten Tag an laufen sie ihren Müttern hinterher. Während das Blässhuhn fliegen kann. Und laufen. Fliegen werden die jungen Strauße nie können. Sowohl der Vogelstrauß als auch das Blässhuhn haben kräftige Beine. Das Blässhuhn kann fliegen, doch es scheint lieber über das Wasser zu laufen. Möglich machen das die breiten Schwimmlappen an den Zehen. Nächte fordern Opfer. Straußenmütter achten gemeinsam auf ihre Jungen. 13 Junge sind geschlüpft. Nur noch 8 sind am Leben.
und das zuletzt geschlüpfte Küken ist deutlich schwächer als seine Geschwister. Es muss sich beeilen, um den Anschluss an die Gruppe nicht zu verlieren. Die starken Jungen ziehen mit den anderen weiter. Das Schwächste bleibt allein zurück. Die Frachtstation im Flughafen Amsterdam. Check-in für die Löwen. Während des Transports erhalten die Löwen kein Futter. Aber Wasser brauchen sie. Ein 12-stündiger Flug steht ihnen bevor. Alle sind hellwach, verhalten sich ruhig in den engen Boxen. Nur Kongo ist nervös. König und sein Gefolge als tonnenschweres Frachtgut. Eine Nacht trennt sie nur mehr von der Freiheit. In der Savanne am Lions Rock kündigt sich eine große Umstellung an. Mit dem Ende des Winters beginnt die Zeit des Windes und des Regens. Die Webervögel versammeln sich im trockenen Schilf. Die Brutzeit steht kurz bevor. Die geselligen Vögel sehen aus wie unsere Spatzen und sie sind auch nah mit ihnen verwandt. Bald werden die Webervögel die alten Nester durch neue ersetzen. Sie warten auf das frische Gras der Regenzeit. Die ersten Männchen haben bereits ihr gelbes Hochzeitskleid angelegt. Noch herrscht Trockenheit in der Savanne. Wochenlang hat es nicht geregnet. Und statt Regen kommt Feuer. Wind und Flammen sind eine gefährliche Kombination. Doch die Tiere kennen das Feuer. In der Trockenzeit gehört es zum Alltag in der Savanne. Immer näher schieben sich die Flammen an Lions Rock heran. Die Wildtierhüter müssen diese Feuerwalze stoppen, bevor sie die Gehege erreicht. Die Löwen freizulassen wäre zu gefährlich. Der Flughafen in Amsterdam. 10.000 Kilometer trennen die Löwen von der wilden Natur. Kongo hat sich noch immer nicht beruhigt. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Eine lange Nacht im dunklen Frachtraum steht ihm bevor. In Lions Rock haben die erfahrenen Ranger ein Gegenfeuer gelegt. Es soll den nahenden Flammen die Nahrung entziehen. Im Morgengrauen dreht endlich auch der Wind und drängt die Flammen weg vom Tierreservat. Die abgebrannten Flächen regenerieren rasch. In der Regenzeit wächst hier das fetteste Gras. Der nächste Morgen zeigt, wie nah sich das Feuer an Lions Rock herangefressen hat. Flughafen Johannesburg. Die Löwen sind inzwischen in Südafrika gelandet. Ein erster Check zeigt, die Tiere sind wohlauf. Für das Flughafenpersonal sind sie eine Besonderheit.
In Südafrika leben noch etwa 3000 Löwen in freier Wildbahn. Um die Millionenstadt Johannesburg sind sie schon lange ausgerottet. Kilometer südlich von Johannesburg erreichen die Löwen nach insgesamt 30 Stunden in den engen Transportboxen eine andere Welt. Ihre Welt. Die neue Heimat. Kongo, Nora und Naida erhalten ein gemeinsames Gehege. Und neugierige Nachbarn. Löwen sind von Natur aus Rudeltiere, die nur im Familienverband sich vertragen. Wenn wir Löwen retten, dann übernehmen wir sie so, wie wir sie vorfinden, also als Geschwistergruppe oder einzeln oder als Pärchen. Und entsprechend diesen Konstellationen müssen wir dann die Gehege bauen. Alle gemeinsam zusammenlassen würde nicht gehen, die würden sich nicht vertragen. Der Instinkt ist genauso da, dass sie Territorium verteidigen und die würden dann kämpfen und sich möglicherweise sogar umbringen. Electricity is off. Strom ist aus. Okay. Everyone else can go out. Alle anderen bitte weg von hier. Thank you. Okay, danke. Are we ready? Sind wir bereit? Der erste Käfig öffnet sich für Nora. Dann ist ihre Schwester Naida an der Reihe. Zuletzt endlich Kongo. Zirkuslöwe so eine Manege betreten. Zum ersten Mal das Gras der Savanne unter den Füßen, den Duft der Freiheit in der Nase und die Weite der Landschaft vor Augen. Doch etwas kennt Kongo bereits aus seiner Zeit im Zirkus: den Geruch von Pferden. Den Pferden der ehemaligen Löwenfarm wurde ebenfalls die Freiheit geschenkt. In der Trockenzeit ernähren sie sich vor allem von den nährstoffreichen Wasserpflanzen. Der Frühling beginnt. Die Erdhörnchen graben nach saftigen Samen und Wurzeln. In Tunnelbauten, die sich mehrere hundert Quadratmeter unter dem Savannenboden erstrecken, finden sie Schutz vor möglichen Feinden und der Hitze. Die langen, dünnen Äste der Weiden sind ideal für die Nester der Maskenweber. Über dem Wasser hängend sind sie vor Feinden sicher. Die Männchen tragen nun alle ihr gelbes Hochzeitskleid mit einer dunklen Gesichtsmaske, die dem Maskenweber den Namen verleiht. Doch ein fescher Anzug allein überzeugt die wählerischen Weibchen der Vogelkolonie noch lange nicht. Ein ordentliches Eigenheim ist gefragt, komfortabel, stabil und sicher.
Daher versuchen die Männchen, sich gegenseitig im Bau von Nestern zu übertreffen. Bis zu 5 Nester webt so ein bunter Spatz in die Zweige. Unter prüfenden Blicken legen sie sich Jahr für Jahr aufs Neue ins Zeug mit ihrer ausgefeilten Baukunst und werben laut um die Gunst der Weibchen. Nach tagelanger Anstrengung folgt die erste neugierige Inspektion durch ein interessiertes Weibchen. Der Nachbar gibt sich nicht geschlagen und baut eifrig weiter. Doch das Weibchen hat sich bereits für ein Nest und dessen Baumeister entschieden. Gemeinsam mit ihm wird es hier Junge haben, wenn die Regenzeit beginnt. Nur noch kurz zeigt die Savanne die Farben des Winters. Bald schon werden zarte Grüntöne das Landschaftsbild rund um den Lions Rock zeichnen. Und das Futter der Impalas wird wieder saftiges, frisches Gras sein. 2 Monate sind vergangen. Kongo hat sich gut eingelebt in Lions Rock. Nora und Naida nutzen die neue Freiheit. Häufige Geplänkel unter den Schwestern stehen an der Tagesordnung. Kongo kann das nicht erschüttern. Das Einzige, was ihn noch quält, sind seine üblen Zähne. Den kalten Winter haben nur die beiden stärksten jungen Strauße überlebt. In einem Jahr werden sie so groß sein wie ihre Eltern. Neo und sein Harem aus 6 älteren Damen haben ihre Vergangenheit im Gänserndorfer Safaripark in Österreich längst vergessen. Die Hälfte ihres Lebens verbringen sie nun schon am Löwenfelsen. Es ist ein glückliches Dasein. Doch selbst in diesem Paradies hat ihr Leben einmal ein Ende. Die Gruppe ist schon ein bisschen kleiner geworden, leider. Man muss aber dazu sagen, dass halt ein natürlicher Verlauf ist. Sie sind auch nicht mehr die Jüngsten. Wir kamen hier mit 10 Löwen. In der Zwischenzeit haben wir 8. Eine musste aus Altersgründen eingeschläfert werden. Eine zweite war sehr krank und ist dann verstorben. Und wir hatten auch noch ein altes Weibchen, das wir von der Gruppe schon getrennt haben und in unsere Spezialeinheit bringen mussten, weil sie eben besondere Aufmerksamkeit braucht, weil die Tiere einfach mit dem Alter nicht mehr so fit sind und hier die Anlagen schon sehr groß sind und sehr natürlich und es dann schwer ist, die weiterhin zu versorgen in so einem riesigen Gelände. Die Lebensdauer von Löwen in freier Wildbahn ist deutlich kürzer als 20 Jahre. Wenig sozialer Stress und gutes Futter lassen sie in Lions Rock auch 25 Jahre alt werden. Mit dem Beginn der Regenzeit verwandelt sich die Savanne. Im starken Regen laufen die Teiche an den Hängen des Löwenfelsens schon nach wenigen Tagen über. Wieder wird es ein neuer Frühling für die Damen aus Gänserndorf und ihren alten Herrn, Neo. Ein einsamer Webevogel ruft noch. Ihn hat noch kein Weibchen erhört. Gleich hinter der Vogelkolonie ist vor kurzem auch ein Gebäude von Menschenhand entstanden. Die neue Tierklinik von Lions Rock. Als erster Patient soll hier Kongo von seinen jahrelangen quälenden Zahnschmerzen befreit werden. Die Betäubung ist diesmal wesentlich stärker. Die Operation wird über 4 Stunden dauern. Löwen haben in der Narkose die Augen weit geöffnet.
Kongos Augen sind zum Schutz vor zu viel Licht abgedeckt. Bei allen vier abgebrochenen Fangzähnen liegen die Wurzelkanäle offen. Hildegard Pirke hat ein Team von Spezialisten versammelt. Eine Verletzung des Eckzahns ist auch bei Hauskatzen nicht selten. Doch bei Kongo sind gleich alle vier Fangzähne abgebrochen. Er hat ja viele Jahre lang gerne Käfig gelebt. Und die Tiere werden dort halt sehr aggressiv und auch unausgelastet und frustriert und beißen dann auch in die Gitterstäbe. Und über die Jahre natürlich schwächt das den Zahn und irgendwann brechen die dann ab, selbst die Zähne von einem Löwen brechen irgendwann. Der Zahnarzt reinigt die Wurzelkanäle. Dann füllt und verschließt er die abgebrochenen Fangzähne. Eine Krone hält er nicht, der König der Tiere. Nach der Befreiung aus der Gefangenschaft ist Kongo nun auch frei von Zahnschmerzen. Und schon bald wird ihn nichts mehr an sein früheres Leben erinnern. Lions Rock ist eine Wiedergutmachung für die Qualen, die diese Tiere erleiden mussten. Sie bleiben ihr Leben lang abhängig von uns. Wir Menschen haben all diese Löwen zu unserer Unterhaltung in die Welt gesetzt und haben damit die Verantwortung für sie übernommen. Österreich gilt weltweit als Vorreiter für strenge Haltungsbedingungen und für ein Wildtierverbot in Zirkussen. Tierschutzrichtlinien, die nun zunehmend auch in anderen Ländern Thema werden. Lions Rock wird in den kommenden Jahren wohl großen Zuwachs bekommen. Die meisten Löwen im Reservat sind in Europa geboren. Kälte stört sie nicht. In der natürlichen Umgebung kommt die Lebensfreude schnell wieder zurück. Der Löwe das rollige Weibchen. Das Liebesspiel bleibt ohne Folgen. In Lions Rock werden den männlichen Löwen die Samenleiter durchtrennt. Sie sollen keinen weiteren Nachwuchs zeugen. Ihr Sexualtrieb wird ihnen dadurch nicht genommen. Auch die Blässhühner zeigen bereits im Winter Frühlingsgefühle. Viele Vögel sind weggezogen. Das Kammblässhuhn bleibt das ganze Jahr in Südafrika.
Wasserstand ist niedrig, Nistmaterial und Futter leicht verfügbar. Das Männchen taucht nach Wasserpflanzen. Das Weibchen arbeitet das Nistmaterial ins gemeinsame Nest ein. Weltweit gibt es 11 einander sehr ähnliche Arten Blässhühner. Das Kammblässhuhn trägt auf der Stirn 2 blutrote Höcker. Ablöse auf dem Straußengelege. Tagsüber brütet die Henne. Kurz vor Sonnenuntergang übernimmt der Hahn den Schutz des Geleges vor Kälte und Schakalen. 13 Eier liegen in der Nistgrube, jedes Stück so groß wie 23 Hühnereier. Das Pärchen brütet schon seit 6 Wochen. Bald werden die Jungen schlüpfen. Der nächste Morgen in Holland. Wie jeder Tag beginnt auch dieser für die Großkatzen mit Warten. Und nichts tun. Heute gibt es etwas Abwechslung in ihrem monotonen Alltag. Jeweils 2 Tage hintereinander bekommen sie Futter. Danach gibt es einen Tag lang nichts zu fressen. Auch in der Natur finden die Raubtiere nicht täglich Beute. Tierpflegerin Inge bringt den Tieren pro Woche etwa 700 Kilogramm Fleisch. Die Kosten dafür haben den Vorbesitzer in den Konkurs getrieben. Für Kongo und seine Schwestern ist es die letzte Mahlzeit hinter Gittern. 2 Tage noch, dann wird sich ihr Leben komplett verändern. Auf Inges Fütterungsplan stehen nun die sibirischen Tiger. Die Geschwister Zita, Mirsa und Rafik wurden in diesem Verlies mitten in Europa geboren. Ah, ihr seid schon alle da. Gut so, Jungs. Warte, ruhig. Rafik, gut so, Junge. Die Tierpflegerin arbeitet routiniert, aber auch sehr konzentriert. Sie weiß, ein falscher Handgriff kann ihr letzter sein. Okay, jetzt geht's weiter, Rafi. Gut so, Junge. Ja. Auch die Tiger sollen schon bald in Lions Rock eine bessere Heimat finden. Lions Rock war früher eine Löwenfarm. Die Übernahme durch die Tierschützer hat diesem Rudel das Leben gerettet, denn sie wurden für die Jagd gezüchtet. Von Menschenhand aufgezogen sind Löwen für Jagdtouristen aus der ganzen Welt eine leichte Beute. Für eine Trophäe zahlen sie bis zu 50.000 Euro. Ein Millionengeschäft. Die Gehege für die 6 Neuankömmlinge aus Europa sind 4 Meter hoch und durch einen Elektrozaun gesichert. Die Gitter reichen tief in den Savannenboden. Nicht einmal Erdhörnchen wühlen sich dadurch. Abgeschoben und vergessen. Ihrer Würde beraubt, leben sie im Dunkeln.
ein ausgemusterter Zirkuslöwe und sein Rudel. Nun kehren sie heim, ins Land ihrer Ahnen. Und in einem einzigartigen Wildtierreservat beginnt für sie ein neues Leben. Ein Leben in Freiheit. Geschichte der Heimkehr missbrauchter Löwen, in die Welt gesetzt, um Menschen zu unterhalten. Und die Geschichte einer starken Frau, die ihr Leben diesen Tieren gewidmet hat. Allein in Europa werden 2000 Großkatzen gefangen gehalten. In Gefangenschaft geborenen Löwen in Afrika eine neue Heimat zu geben, ist Hildegard Pirkers Lebenswerk. In Südafrika hat die Tierschutzorganisation Vier Pfoten für die geretteten Löwen Land gekauft. Die ersten Heimkehrer an den Lions Rock waren Löwen aus Österreich. Neo, der Anführer des Rudels, wurde im Safaripark Gensandorf geboren und bereits dort von der Löwenexpertin betreut. Nach dem Konkurs der aus der Mode geratenen Publikumsattraktion kamen die Löwen nach Lions Rock. Hildegard Pirker ging mit ihnen und blieb. Stolz markiert der Anführer sein Territorium. Ein 5 Hektar großes Gehege, das Neo mit 6 Löwinnen teilt. Durch Gebrüll wird der Zusammenhalt des Rudels immer wieder neu gefestigt. Schon seit 6 Jahren genießt das Rudel die Freiheit am Löwenfelsen in Südafrika. Bis zu einem gewissen Grad sind die Gensandorfer natürlich schon mehr an mein Herz gewachsen, weil ich einfach eine Geschichte mit den Tieren habe, die viel länger zurückgeht. Ich kenne die meisten von Geburt an. Aber natürlich für mich sind alle Tiere gleich wichtig und haben die gleiche Aufmerksamkeit von mir. Heute betreut die Niederösterreicherin an die 100 Löwen in Freilandgehegen. Mit 1200 Hektar Gesamtfläche bietet Lions Rock aber noch viel Platz für weitere Heimkehrer. Timothy, hast du Camilla heute schon gesehen? Wie geht's ihr? Es geht ihr gut. Sie ist reingegangen, nicht wahr? Ja. Ich glaube, sie ist jetzt wieder im Haus. Ja, sie ist im Haus. Beschauliche Kleinstadt-Idylle im holländischen Friesland. Gezähmte Natur vor der Haustür. Doch hinter der lieblichen Fassade gibt es Leben, das nicht gezähmt werden sollte. In einem heruntergekommenen Tierasyl fristen 35 Raubtiere ein erbärmliches Dasein. Geborenengefangenschaft, vernachlässigt in bankrotten Zoos, aus Zirkussen abgeschoben. Für sie ist der letzte Vorhang gefallen, das Scheinwerferlicht erloschen. Sobald die Show vorbei ist, schaut keiner mehr hin. Doch nun gibt es Hoffnung für die Tiere. Die Station wurde von den Vier Pfoten übernommen. Ein Transport nach Lions Rock wird vorbereitet. Ein Transport in die Freiheit.
Sechs Löwen stehen kurz vor einer langen Reise. Die Löwin Gypsy, 13 Jahre alt, seit 5 Jahren im Tierasyl. Wegen Inzucht und Fehlernährung in einem rumänischen Zoo sind ihre Kniegelenke verwachsen. Der harte Käfigboden ist für die Löwin eine Qual. Kongo, ein Riese mit über 250 Kilo Gewicht. Noch nie wurde ein größerer Löwe nach Lions Rock gebracht. Auch Pregan und Simba, zwei Löwen aus Deutschland, gehen mit auf die große Reise. Geboren in der Schweiz, war der heute 11-jährige Kongo der König in der Manege, Star in einem deutschen Zirkus. Nach Auftritten in halb Europa wurden er und seine Schwestern ausgemustert und abgeschoben. Jetzt begleiten Nora und Naida ihren Bruder nach Afrika. Die engen Käfige in Europa sind für sie bald Vergangenheit. Hochwinter in Lions Rock. Raureif sogar auf den Federn des Vogels Strauß, der die Nacht über bei minus 15 Grad gebrütet hat. Die Savanne um den Lions Rock liegt auf einem Hochplateau, 1800 Meter über dem Meer. Die nächsten Anlagen sind schon geplant, denn immer lauter wird in Europa die Diskussion über die Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft. Durch verschärfte Vorschriften wird Lions Rock für immer mehr Löwen zum Zufluchtsort. Hildegard Pirkes Mission ist noch lange nicht zu Ende. Lions Rock ist aus der Not heraus entstanden, dass extrem viele Großkatzen in Europa und weltweit natürlich in extrem schlechten Haltungsbedingungen leben, in Zirkussen, in Zoos. Und speziell in Europa war klar, dass immer mehr Zoos, die einen sehr niedrigen Standard haben, zusperren müssen und dass dann besonders Großkatzen und besonders Löwen dort einfach dahin vegetieren und keiner hat eine Lösung für die. Zweimal in der Woche am frühen Morgen versetzt Fleischgeruch die Tiere in Aufregung. Es gibt Futter. Diese 11 Löwen sind miteinander aufgewachsen. In freier Wildbahn würden sie gemeinsam jagen. Doch hier fiebert das Rudel nicht der Jagd entgegen, sondern der regelmäßigen Fütterung. Die Vorfreude auf die Mahlzeit ist groß. Löwen sind als Rudeltiere nicht in der Lage, alleine zu jagen. Die müssen das im Verband lernen. Und die lernen das, wenn sie aufwachsen von den Familienmitgliedern. Und ein Tier, das ganze Leben in Gefangenschaft gelebt hat, das immer nur gefüttert wurde, den könnte man das einfach nicht anbieten, das zu lernen. Also im Endeffekt, wenn du die in die Wildnis einfach entlässt, würden die verhungern. Ein Großteil des Futters stammt von Spenden riesiger südafrikanischer Rinderfarmen. Zur selben Zeit beginnt im holländischen Tierasyl die Überstellung nach Lions Rock. 6 Löwen müssen betäubt, untersucht und in ihre Transportboxen verfrachtet werden. Ich habe mir schon alle Pfeile gemacht. Alle? Ja. Große Herausforderung im Allgemeinen für den Wildtierarzt ist, dass wir unsere Patienten nicht kennen. Wir kommen hierher, wir haben also Patienten vor uns, die wir vorher nicht untersuchen können, wie bei Menschen oder in einer Kleintierpraxis, wo wir eine Narkosevoruntersuchung machen, dass wir wissen, wie sind die Leberwerte, sind die Nieren in Ordnung. Wir wissen nicht mal das Körpergewicht, das heißt also, man muss so grob schätzen und das Tier von außen versuchen so einzuschätzen, ist der Gesundheitszustand okay oder gibt es Probleme. Soll ich ihn abhängen? Kongo ist besonders nervös. Er wird als erster betäubt, damit er die anderen nicht noch mehr beunruhigt. Und? Er sitzt. Zweiter für Sie.
Das Betäubungsmittel zeigt keine Wirkung. Der zweite Pfeil gilt Nora. Um die Löwin nicht zusätzlich zu reizen, tritt der Tierarzt rasch zurück. Kongo braucht eine höhere Dosis. Bei Nora wirkt die Betäubung rasch. Können wir sie kurz gerade hinlegen? Ja, komm mal hin, warte. Das sind natürlich gefährliche Tiere. Darum ist hier Sicherheit an erster Stelle zu setzen für Tier und Mensch. Das sind halt Fleischfresser und wir sind natürlich mit dem Beuteschema enthalten. Wenn die Narkose zu tief ist, dann kann es Probleme geben, dass sozusagen ein Narkosezwischenfall sich andeutet. Wenn sie zu flach ist, dann kann eine leichte Abwehrbewegung schon dazu führen, dass sich Menschen sehr stark verletzen. Oder der Worst Case ist natürlich, wenn ein Tier wach wird in diesem kleinen Käfig und die Fluchtmöglichkeiten sind hier relativ begrenzt. Also man muss hier sehr vorsichtig arbeiten. Relativ kleine Gefäße. Auch bei Kongo zeigt das Narkosemittel endlich Wirkung. Der pennt jetzt gerade ein. Den Sauerstoff könnt ihr am Käfig hinmachen, in the crate. Sauerstoff? Habe ich draußen am Käfig. Also gut, mach den Tropf ran und dann bringen wir sie raus. Wie ist die Herzfrequenz? 66. Der Wetter drüben schon dran. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Okay. Tropft gut? Ja. Was? Schaust du auf den Löwen? Seine Augen bewegen sich noch. Danke. Der mächtige Kongo scheint endlich zu schlafen. Doch der Tierarzt geht auf Nummer sicher. Johanna? Ja? He still has lid reflex. Huh? Er hat immer noch lid reflex. Pregan, der Löwe aus Deutschland, ist der Nächste. Nochmal, ich puste nochmal. Gut. Die Narkose wirkt nur kurz. Vor dem Transport müssen die Löwen wieder wach sein. Wenn das Gitter hochgeht, bleiben dem Veterinär etwa 45 Minuten Zeit. Bevor wir den in den Käfig machen, bitte den Chip kontrollieren. Der Gesundheitszustand des Schwergewichts Kongo ist in Ordnung. Doch die Zähne sind stark geschädigt. Seine Schmerzen müssen erheblich sein. Alle Fangzähne sind abgebrochen. Kommt, Burschen, er ist nur für kurze Zeit betäubt. Wir müssen ihn in die Box laden. Zieht ihn ein Stückchen nach vor. Drückt die Beine vorne rein. It's okay. Rein, rein, rein. Okay. It's okay, dass Kongo. Ist's okay, dass sich Kongo bewegt? Ja, ja. Ja, ja. Ist er denn wach? Das ist Absicht, dass Sie jetzt aufwachen. Beim Transport müssen Sie wach sein. Für das größte Rudel im Reservat, die 11 in Lions Rock geborenen Löwen, hat sich Hildegard Pirke eine besondere Beschäftigung einfallen lassen. Sie will den Spieltrieb der Tiere wecken. Thank you.
Zunächst ist das unbekannte Objekt für das Rudel ein Eindringling im eigenen Revier. Und darum kümmert sich der Chef persönlich. Schon bald ist klar, Gefahr geht davon nicht aus. Der vermeintliche Gegner wehrt sich nicht. Doch vielleicht ist er essbar? Nach eingehender Untersuchung und einigen erfolglosen Bissversuchen erkennt der neugierige Löwe, dass es sich bei dieser Kugel aus hartem Kunststoff um keine Beute handelt. Weder Feind noch Beute, beginnt er mit dem Ball zu spielen. Dann darf auch der Rest des Rudels mitmachen. Das Experiment der Tierpflegerin ist gelungen. Sinne und Instinkte der in Gefangenschaft geborenen Tiere sind geweckt. Die jungen Strauße sind geschlüpft. Vom ersten Tag an laufen sie ihren Müttern hinterher. Während das Blässhuhn fliegen kann und laufen. Fliegen werden die jungen Strauße nie können. Sowohl der Vogelstrauß als auch das Blässhuhn haben kräftige Beine. Das Blässhuhn kann fliegen, doch es scheint lieber über das Wasser zu laufen. Möglich machen das die breiten Schwimmlappen an den Zehen. Kalten Nächte fordern Opfer. Straußenmütter achten gemeinsam auf ihre Jungen. 13 Junge sind geschlüpft. Nur noch 8 sind am Leben. Und das zuletzt geschlüpfte Küken ist deutlich schwächer als seine Geschwister. Es muss sich beeilen, um den Anschluss an die Gruppe nicht zu verlieren. Die starken Jungen ziehen mit den anderen weiter. Das Schwächste bleibt allein zurück. Die Frachtstation im Flughafen Amsterdam. Check-in für die Löwen. Während des Transports erhalten die Löwen kein Futter. Aber Wasser brauchen sie. Ein 12-stündiger Flug steht ihnen bevor. Alle sind hellwach, verhalten sich ruhig in den engen Boxen. Nur Kongo ist nervös. König und sein Gefolge als tonnenschweres Frachtgut. Eine Nacht trennt sie nur mehr von der Freiheit. In der Savanne am Lions Rock kündigt sich eine große Umstellung an. Mit dem Ende des Winters beginnt die Zeit des Windes und des Regens. Die Webervögel versammeln sich im trockenen Schilf. Die Brutzeit steht kurz bevor. Die geselligen Vögel sehen aus wie unsere Spatzen und sie sind auch nah mit ihnen verwandt. Bald werden die Webervögel die alten Nester durch neue ersetzen. Sie warten auf das frische Gras der Regenzeit. Die ersten Männchen haben bereits ihr gelbes Hochzeitskleid angelegt. Noch herrscht Trockenheit in der Savanne. Wochenlang hat es nicht geregnet. Und statt Regen kommt Feuer.
Wind und Flammen sind eine gefährliche Kombination. Doch die Tiere kennen das Feuer. In der Trockenzeit gehört es zum Alltag in der Savanne. Immer näher schieben sich die Flammen an Lions Rock heran. Die Wildtierhüter müssen diese Feuerwalze stoppen, bevor sie die Gehege erreicht. Die Löwen freizulassen wäre zu gefährlich. Der Flughafen in Amsterdam. 10.000 Kilometer trennen die Löwen von der wilden Natur. Kongo hat sich noch immer nicht beruhigt. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Eine lange Nacht im dunklen Frachtraum steht ihm bevor. In Lions Rock haben die erfahrenen Ranger ein Gegenfeuer gelegt. Es soll den nahenden Flammen die Nahrung entziehen. Im Morgengrauen dreht endlich auch der Wind und drängt die Flammen weg vom Tierreservat. Die abgebrannten Flächen regenerieren rasch. In der Regenzeit wächst hier das fetteste Gras. Der nächste Morgen zeigt, wie nah sich das Feuer an Lions Rock herangefressen hat. Flughafen Johannesburg. Die Löwen sind inzwischen in Südafrika gelandet. Ein erster Check zeigt, die Tiere sind wohlauf. Für das Flughafenpersonal sind sie eine Besonderheit. In Südafrika leben noch etwa 3000 Löwen in freier Wildbahn. Um die Millionenstadt Johannesburg sind sie schon lange ausgerottet. Kilometer südlich von Johannesburg erreichen die Löwen nach insgesamt 30 Stunden in den engen Transportboxen eine andere Welt. Ihre Welt. Die neue Heimat. Kongo, Nora und Naida erhalten ein gemeinsames Gehege. Und neugierige Nachbarn. Löwen sind von Natur aus Rudeltiere, die nur im Familienverband sich vertragen. Wenn wir Löwen retten, dann übernehmen wir sie so, wie wir sie vorfinden, also als Geschwistergruppe oder einzeln oder als Pärchen. Und entsprechend diesen Konstellationen müssen wir dann die Gehege bauen. Alle gemeinsam zusammenlassen würde nicht gehen, die würden sich nicht vertragen. Der Instinkt ist genauso da, dass sie Territorium verteidigen und die würden dann kämpfen und sich möglicherweise sogar umbringen. Strom ist aus. Alle anderen bitte weg von hier. Okay, danke. Sind wir bereit? Der erste Käfig öffnet sich für Nora. Dann ist ihre Schwester Naida an der Reihe. Zuletzt endlich Kongo.
hat der ehemalige Zirkuslöwe so eine Manege betreten. Zum ersten Mal das Gras der Savanne unter den Füßen, den Duft der Freiheit in der Nase und die Weite der Landschaft vor Augen. Doch etwas kennt Kongo bereits aus seiner Zeit im Zirkus. Den Geruch von Pferden. Den Pferden der ehemaligen Löwenfarm wurde ebenfalls die Freiheit geschenkt. In der Trockenzeit ernähren sie sich vor allem von den nährstoffreichen Wasserpflanzen. Der Frühling beginnt. Die Erdhörnchen graben nach saftigen Samen und Wurzeln. In Tunnelbauten, die sich mehrere hundert Quadratmeter unter dem Savannenboden erstrecken, finden sie Schutz vor möglichen Feinden und der Hitze. Die langen, dünnen Äste der Weiden sind ideal für die Nester der Maskenweber. Über dem Wasser hängend sind sie vor Feinden sicher. Die Männchen tragen nun alle ihr gelbes Hochzeitskleid mit einer dunklen Gesichtsmaske, die dem Maskenweber den Namen verleiht. Doch ein fescher Anzug allein überzeugt die wählerischen Weibchen der Vogelkolonie 350 Kilo Gewicht. Noch nie wurde ein größerer Löwe nach Lions Rock gebracht. Auch Pregan und Simba, zwei Löwen aus Deutschland, gehen mit auf die große Reise. Geboren in der Schweiz war der heute 11-jährige Kongo der König in der Manege. Star in einem deutschen Zirkus. Nach Auftritten in halb Europa wurden er und seine Schwestern ausgemustert und abgeschoben. Jetzt begleiten Nora und Naida ihren Bruder nach Afrika. Die engen Käfige in Europa sind für sie bald Vergangenheit. Hochwinter in Lions Rock. Raureif sogar auf den Federn des Vogels Strauß, der die Nacht über bei minus 15 Grad gebrütet hat. Die Savanne um den Lions Rock liegt auf einem Hochplateau, 1800 Meter über dem Meer. Die nächsten Anlagen sind schon geplant, denn immer lauter wird in Europa die Diskussion über die Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft. Durch verschärfte Vorschriften wird Lions Rock für immer mehr Löwen zum Zufluchtsort. Hildegard Pirkes Mission ist noch lange nicht zu Ende. Lions Rock ist aus der Not heraus entstanden, dass extrem viele Großkatzen in Europa und weltweit natürlich in extrem schlechten Haltungsbedingungen leben, in Zirkussen, in Zoos. Und speziell in Europa war klar, dass immer mehr Zoos, die einen sehr niedrigen Standard haben, zusperren müssen und dass dann besonders Großkatzen und besonders Löwen dort einfach dahin vegetieren und keiner hat eine Lösung für die. Zweimal in der Woche am frühen Morgen versetzt Fleischgeruch die Tiere in Aufregung. Es gibt Futter. Diese 11 Löwen sind miteinander aufgewachsen. In freier Wildbahn würden sie gemeinsam jagen. Doch hier fiebert das Rudel nicht der Jagd entgegen, sondern der regelmäßigen Fütterung. Die Vorfreude auf die Mahlzeit ist groß. Löwen sind als Rudeltiere nicht in der Lage, alleine zu jagen. Die müssen das im Verband lernen. Und die lernen das, wenn sie aufwachsen. Von Menschen oder in einer Kleintierpraxis, wo wir eine Narkosevoruntersuchung machen, dass wir wissen, wie sind die Leberwerte, sind die Nieren in Ordnung. Wir wissen nicht mal das Körpergewicht. Das heißt also, man muss so grob schätzen und das Tier von außen versuchen, so einzuschätzen, ist der Gesundheitszustand okay oder gibt es Probleme. Soll ich ihn abwecken? Kongo ist besonders nervös. Er wird als erster betäubt, damit er die anderen nicht noch mehr beunruhigt.
Und? Er sitzt. Zweite für Sie. Das Betäubungsmittel zeigt keine Wirkung. Der zweite Pfeil gilt Nora. Um die Löwin nicht zusätzlich zu reizen, tritt der Tierarzt rasch zurück. Kongo braucht eine höhere Dosis. Bei Nora wirkt die Betäubung rasch. Können wir Sie kurz gerade hinlegen, Tim? Ja, komm mal hin, warte. Es sind natürlich gefährliche Tiere. Darum ist hier Sicherheit an erster Stelle zu setzen für Tier und Mensch. Es sind halt Fleischfresser und wir sind natürlich mit dem Beuteschema enthalten. Wenn die Narkose zu tief ist, dann kann es Probleme geben, dass sozusagen ein Narkosezwischenfall sich andeutet. Wenn sie zu flach ist, dann kann eine leichte Abwehrbewegung schon dazu führen, dass sich Menschen sehr stark verletzen. Oder der Worst Case ist natürlich, wenn ein Tier wach wird in diesem kleinen Käfig und die Fluchtmöglichkeiten sind hier relativ begrenzt. Also man muss hier sehr vorsichtig arbeiten. Relativ kleine Gefäße. Auch bei Kongo zeigt das Narkosemittel endlich Wirkung. Pennt jetzt gerade ein. Den Sauerstoff könnt ihr am Käfig hinmachen, in the crate. Sauerstoff? Habe ich draußen am Käfig. Also gut, mach den Tropf ran und dann bringen wir sie raus. Wie ist die Herzfrequenz? 66. Was? Schaust du auf den Löwen? Seine Augen bewegen sich noch. Danke. Die Tiere sind wohlauf. Für das Flughafenpersonal sind sie eine Besonderheit. In Südafrika leben noch etwa 3000 Löwen in freier Wildbahn. Um die Millionenstadt Johannesburg sind sie schon lange ausgerottet. Kilometer südlich von Johannesburg erreichen die Löwen nach insgesamt 30 Stunden in den engen Transportboxen eine andere Welt. Ihre Welt. Die neue Heimat. Kongo, Nora und Naida erhalten ein gemeinsames Gehege. Und neugierige Nachbarn. Löwen sind von Natur aus Rudeltiere, die nur im Familienverband sich vertragen. Wenn wir Löwen retten, dann übernehmen wir sie so, wie wir sie vorfinden, also als Geschwistergruppe oder einzeln oder als Pärchen. Und entsprechend diesen Konstellationen müssen wir dann die Gehege bauen. Alle gemeinsam zusammenlassen würde nicht gehen, die würden sich nicht vertragen. Der Instinkt ist genauso da, dass sie Territorium verteidigen und die würden dann kämpfen und sich möglicherweise sogar umbringen. Strom ist aus. Alle anderen bitte weg von hier. Okay, danke. Sind wir bereit? Der erste Käfig öffnet sich für Nora.
Dann ist ihre Schwester Naida an der Reihe. Zuletzt, endlich, Kongo. Die nächsten Anlagen sind schon geplant, denn immer lauter wird in Europa die Diskussion über die Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft. Durch verschärfte Vorschriften wird Lions Rock für immer mehr Löwen zum Zufluchtsort. Hildegard Pirkes Mission ist noch lange nicht zu Ende. Lions Rock ist aus der Not heraus entstanden, dass extrem viele Großkatzen in Europa und weltweit natürlich in extrem schlechten Haltungsbedingungen leben, in Zirkussen, in Zoos. Und speziell in Europa war klar, dass immer mehr Zoos, die einen sehr niedrigen Standard haben, zusperren müssen und dass dann besonders Großkatzen und besonders Löwen dort einfach dahin vegetieren und keiner hat eine Lösung für die. Zweimal in der Woche am frühen Morgen versetzt Fleischgeruch die Tiere in Aufregung. Es gibt Futter. Diese 11 Löwen sind miteinander aufgewachsen. In freier Wildbahn würden sie gemeinsam jagen. Doch hier fiebert das Rudel nicht der Jagd entgegen, sondern der regelmäßigen Fütterung. Die Vorfreude auf die Mahlzeit ist groß. Löwen sind als Rudeltiere nicht in der Lage, alleine zu jagen. Die müssen das im Verband lernen. Und die lernen das, wenn sie aufwachsen von den Familienmitgliedern. Und ein Tier, das das ganze Leben in Gefangenschaft gelebt hat, das immer nur gefüttert wurde, den könnte man das einfach nicht anbieten, das zu lernen. Also im Endeffekt, wenn du die in die Wildnis einfach entlässt, würden die verhungern. Ein Großteil des Futters stammt von Spenden riesiger südafrikanischer Rinderfarmen. Zur selben Zeit beginnt im holländischen Tierasyl die Überstellung nach Lions Rock. 6 Löwen müssen betäubt, untersucht und in ihre Transportboxen verfrachtet werden. Haben wir schon alle Pfeile gemacht? Alle? Ja. Große Herausforderung im Allgemeinen für den Wildtierarzt ist, dass wir unsere Patienten nicht kennen. Wir kommen hierher, wir haben also Patienten vor uns, die wir vorher nicht untersuchen können, wie bei Menschen oder in einer Kleintierpraxis, wo wir eine Narkosevoruntersuchung machen, dass wir wissen, wie sind die Leberwerte, sind die Nieren in Ordnung. Wir wissen nicht mal das Körpergewicht, das heißt also, man muss so grob schätzen und das Tier von außen versuchen so einzuschätzen, ist der Gesundheitszustand okay oder gibt es Probleme. Soll ich ihn abhängen? Kongo ist besonders nervös. Er wird als erster betäubt, damit er die anderen nicht noch mehr beunruhigt. Zweimal in der Woche am frühen Morgen versetzt Fleischgeruch die Tiere in Aufregung. Es gibt Futter. Diese 11 Löwen sind miteinander aufgewachsen. In freier Wildbahn würden sie gemeinsam jagen. Doch hier fiebert das Rudel nicht der Jagd entgegen, sondern der regelmäßigen Fütterung. Die Vorfreude auf die Mahlzeit ist groß. Löwen sind als Rudeltiere nicht in der Lage, alleine zu jagen. Die müssen das im Verband lernen. Und die lernen das, wenn sie aufwachsen von den Familienmitgliedern. Und ein Tier, das das ganze Leben in Gefangenschaft gelebt hat, das immer nur gefüttert wurde, den könnte man das einfach nicht anbieten, das zu lernen. Also im Endeffekt, wenn du die in die Wildnis einfach entlässt, würden die verhungern. Ein Großteil des Futters stammt von Spenden riesiger südafrikanischer Rinderfarmen. Zur selben Zeit beginnt im holländischen Tierasyl die Überstellung nach Lions Rock.
Sechs Löwen müssen betäubt, untersucht und in ihre Transportboxen verfrachtet werden. Ich habe mich schon alle Pfeile gemacht. Alle? Ja. Große Herausforderung im Allgemeinen für den Wildtierarzt ist, dass wir unsere Patienten nicht kennen. Wir kommen hierher, wir haben also Patienten vor uns, die wir vorher nicht untersuchen können, wie bei Menschen oder in einer Kleintierpraxis, wo wir eine Narkosevoruntersuchung machen, dass wir wissen, wie sind die Leberwerte, sind die Nieren in Ordnung. Wir wissen nicht mal das Körpergewicht, das heißt also, man muss so grob schätzen und das Tier von außen versuchen so einzuschätzen, ist der Gesundheitszustand okay oder gibt es Probleme. Soll ich ihn abhängen? Kongo ist besonders nervös. Er wird als erster betäubt, damit er die anderen nicht noch mehr beunruhigt. Und? Er sitzt. Zweite für Sie. Das Betäubungsmittel zeigt keine Wirkung. Der zweite Pfeil gilt Nora. Um die Löwin nicht zusätzlich zu reizen, tritt der Tierarzt rasch zurück. Kongo braucht eine höhere Dosis. Bringt den Tieren pro Woche etwa 700 Kilogramm Fleisch. Die Kosten dafür haben den Vorbesitzer in den Konkurs getrieben. Für Kongo und seine Schwestern ist es die letzte Mahlzeit hinter Gittern. Zwei Tage noch, dann wird sich ihr Leben komplett verändern. Auf Inges Fütterungsplan stehen nun die sibirischen Tiger. Die Geschwister Zita, Mirsa und Rafik wurden in diesem Verlies mitten in Europa geboren. Ah, ihr seid schon alle da. Gut so, Jungs. Warte, ruhig. Rafi, gut so, Junge. Gut so, Junge. Die Tierpflegerin arbeitet routiniert, aber auch sehr konzentriert. Sie weiß, ein falscher Handgriff kann ihr letzter sein. Okay, jetzt geht's weiter, Rafi. Gut so, Junge. Ja. Auch die Tiger sollen schon bald in Lions Rock eine bessere Heimat finden. Lions Rock war früher eine Löwenfarm. Die Übernahme durch die Tierschützer hat diesem Rudel das Leben gerettet, denn sie wurden für die Jagd gezüchtet. Von Menschenhand aufgezogen sind Löwen für Jagdtouristen aus der ganzen Welt eine leichte Beute. Für eine Trophäe zahlen sie bis zu 50.000 Euro. Ein Millionengeschäft. Die Gehege für die sechs Neuankömmlinge aus Europa sind 4 Meter hoch und durch einen Elektrozaun gesichert. Die Gitter reichen tief in den Savannenboden. Nicht einmal Erdhörnchen wühlen sich dadurch. Die nächsten Anlagen sind schon geplant, denn immer lauter wird in Europa die Diskussion über die Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft. Durch verschärfte Vorschriften wird Lions Rock für immer mehr Löwen zum Zufluchtsort. Hildegard Pirkes Mission ist noch lange nicht zu Ende. Lions Rock ist aus der Not heraus entstanden, dass extrem viele Großkatzen in Europa und weltweit natürlich in extrem schlechten Haltungsbedingungen leben. Der Flughafen in Amsterdam. 10.000 Kilometer trennen die Löwen von der wilden Natur. Kongo hat sich noch immer nicht beruhigt. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Eine lange Nacht im dunklen Frachtraum steht ihm bevor.
In Lions Rock haben die erfahrenen Ranger ein Gegenfeuer gelegt. Es soll den nahenden Flammen die Nahrung entziehen. Im Morgengrauen dreht endlich auch der Wind und drängt die Flammen weg vom Tierreservat. Die abgebrannten Flächen regenerieren rasch. In der Regenzeit wächst hier das fetteste Gras. Der nächste Morgen zeigt, wie nah sich das Feuer an Lions Rock herangefressen hat. Flughafen Johannesburg. Die Löwen sind inzwischen in Südafrika gelandet. Ein erster Check zeigt, die Tiere sind wohlauf. Für das Flughafenpersonal sind sie eine Besonderheit. In Südafrika leben noch etwa 3000 Löwen in freier Wildbahn. Um die Millionenstadt Johannesburg sind sie schon lange ausgerottet. Kilometer südlich von Johannesburg erreichen die Löwen nach insgesamt 30 Stunden in den engen Transportboxen eine andere Welt. Ihre Welt. Die neue Heimat. Kongo, Nora und Naida erhalten ein gemeinsames Gehege. Und neugierige Nachbarn. Löwen sind von Natur aus Rudeltiere, die nur im Familienverband sich vertragen. Wenn wir Löwen retten, dann übernehmen wir sie so, wie wir sie vorfinden, also als Geschwistergruppe oder einzeln oder als Pärchen. Und entsprechend diesen Konstellationen müssen wir dann die Gehege bauen. Alle gemeinsam zusammenlassen würden. Tonnenalltag. Jeweils 2 Tage hintereinander bekommen sie Futter. Danach gibt es einen Tag lang nichts zu fressen. Auch in der Natur finden die Raubtiere nicht täglich Beute. Tierpflegerin Inge bringt den Tieren pro Woche etwa 700 Kilogramm Fleisch. Die Kosten dafür haben den Vorbesitzer in den Konkurs getrieben. Für Kongo und seine Schwestern ist es die letzte Mahlzeit hinter Gittern. 2 Tage noch, dann wird sich ihr Leben komplett verändern. Auf Inges Fütterungsplan stehen nun die sibirischen Tiger. Die Geschwister Zita, Mirsa und Rafik wurden in diesem Verlies mitten in Europa geboren. Ah, ihr seid schon alle da. Gut so, Jungs. Warte, ruhig. Rafi, gut so, Junge. Gut so, Junge. Die Tierpflegerin arbeitet routiniert, aber auch sehr konzentriert. Sie weiß, ein falscher Handgriff kann ihr letzter sein. Okay, jetzt geht's weiter, Rafi. Gut so, Junge. Ja. Auch die Tiger sollen schon bald in Lions Rock eine bessere Heimat finden. Lions Rock war früher eine Löwenfarm. Die Übernahme durch die Tierschützer hat diesem Rudel das Leben gerettet, denn sie wurden für die Jagd gezüchtet. Von Menschenhand aufgezogen sind Löwen für Jagdtouristen aus der ganzen Welt eine leichte Beute. Für eine Trophäe zahlen sie bis zu 50.000 Euro, ein Millionengeschäft.
Die Gehege für die 6 Neuankömmlinge aus Europa sind 4 Meter hoch und durch einen Elektrozaun gesichert. Die Gitter reichen tief in den Savannenboden. Nicht einmal Erdhörnchen wühlen sich dadurch. Abgeschoben und vergessen. Ihrer Würde beraubt, leben sie im Dunkeln. Ein ausgemusterter Zirkuslöwe und sein Rudel. Bitte. Tierpflegerin Inge bringt den Tieren pro Woche etwa 700 Kilogramm Fleisch. Die Kosten dafür haben den Vorbesitzer in den Konkurs getrieben. Für Kongo und seine Schwestern ist es die letzte Mahlzeit hinter Gittern. 2 Tage noch, dann wird sich ihr Leben komplett verändern. Auf Inges Fütterungsplan stehen nun die sibirischen Tiger. Die Geschwister Zita, Mirsa und Rafik wurden in diesem Verlies mitten in Europa geboren. Ah, ihr seid schon alle da. Gut so, Jungs. Warte, ruhig. Rafi, gut so, Junge. Gut so, Junge. Die Tierpflegerin arbeitet routiniert, aber auch sehr konzentriert. Sie weiß, ein falscher Handgriff kann ihr letzter sein. Okay, jetzt geht's weiter, Rafi. Gut so, Junge. Ja. Auch die Tiger sollen schon bald in Lions Rock eine bessere Heimat finden. Lions Rock war früher eine Löwenfarm. Die Übernahme durch die Tierschützer hat diesem Rudel das Leben gerettet, denn sie wurden für die Jagd gezüchtet. Von Menschenhand aufgezogen sind Löwen für Jagdtouristen aus der ganzen Welt eine leichte Beute. Für eine Trophäe zahlen sie bis zu 50.000 Euro, ein Millionengeschäft. Die Gehege für die 6 Neuankömmlinge aus Europa sind 4 Meter hoch und durch einen Elektrozaun gesichert. Die Gitter reichen tief in den Savannenboden. Nicht einmal Erdhörnchen wühlen sich dadurch. Abgeschoben und vergessen. Ihrer Würde beraubt, leben sie im Dunkeln. Ein ausgemusterter Zirkuslöwe und sein Rudel. Nun kehren sie heim, ins Land ihrer Ahnen. Die nächsten Anlagen sind schon geplant, denn immer lauter wird in Europa die Diskussion über die Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft. Durch verschärfte Vorschriften wird Lions Rock für immer mehr Löwen zum Zufluchtsort. Hildegard Pirkes Mission ist noch lange nicht zu Ende. Lions Rock ist aus der Not heraus entstanden, dass extrem viele Großkatzen in Europa und weltweit natürlich in extrem schlechten Haltungsbedingungen leben, in Zirkussen, in Zoos. Und speziell in Europa war klar, dass immer mehr Zoos, die einen sehr niedrigen Standard haben, zusperren müssen und dass dann besonders Großkatzen und besonders Löwen dort einfach dahin vegetieren und keiner hat eine Lösung für die. Zweimal in der Woche am frühen Morgen versetzt Fleischgeruch die Tiere in Aufregung. Es gibt Futter. Diese 11 Löwen sind miteinander aufgewachsen. In freier Wildbahn würden sie gemeinsam jagen. Doch hier fiebert das Rudel nicht der Jagd entgegen, sondern der regelmäßigen Fütterung. Die Vorfreude auf die Mahlzeit ist groß. Löwen sind als Rudeltiere nicht in der Lage, alleine zu jagen. Die müssen das im Verband lernen. Und die lernen das, wenn sie aufwachsen von den Familienmitgliedern.
Und ein Tier, das das ganze Leben in Gefangenschaft gelebt hat, das immer nur gefüttert wurde, den könnte man das einfach nicht anbieten, das zu lernen. Also im Endeffekt, wenn du die in die Wildnis einfach entlässt, würden die verhungern. Ein Großteil des Futters stammt von Spenden riesiger südafrikanischer Rinderfarmen. Zur selben Zeit beginnt im holländischen Tierasyl die Überstellung nach Lions Rock. 6 Löwen müssen betäubt, untersucht und in ihre Transportboxen verfrachtet werden. Ich habe mich schon alle Pfeile gemacht. Alle? Ja. Große Herausforderung im Allgemeinen für den Wildtierarzt ist, dass wir unsere Patienten nicht kennen. Wir kommen hierher, wir haben also Patienten vor uns, die wir vorher nicht untersuchen können. Wie bei Menschen oder in einer Kleintierpraxis, wo wir eine Narkosevoruntersuchung machen, dass wir wissen, wie sind die Leberwerte, sind die Nieren in Ordnung. Wir wissen nicht mal das Körpergewicht, das heißt also, man muss so grob schätzen und das Tier von außen versuchen so einzuschätzen, ist der Gesundheitszustand okay oder gibt es Probleme. Soll ich ihn abhängen? Kongo ist besonders nervös. Er wird als erster betäubt, damit er die anderen nicht noch mehr beunruhigt. Ihn freizulassen wäre zu gefährlich. Der Flughafen in Amsterdam. 10.000 Kilometer trennen die Löwen von der wilden Natur. Kongo hat sich noch immer nicht beruhigt. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Eine lange Nacht im dunklen Frachtraum steht ihm bevor. In Lions Rock haben die erfahrenen Ranger ein Gegenfeuer gelegt. Es soll den nahenden Flammen die Nahrung entziehen. Im Morgengrauen dreht endlich auch der Wind und drängt die Flammen weg vom Tierreservat. Die abgebrannten Flächen regenerieren rasch. In der Regenzeit wächst hier das fetteste Gras. Der nächste Morgen zeigt, wie nah sich das Feuer an Lions Rock herangefressen hat. Flughafen Johannesburg. Die Löwen sind inzwischen in Südafrika gelandet. Ein erster Check zeigt, die Tiere sind wohlauf. Für das Flughafenpersonal sind sie eine Besonderheit. In Südafrika leben noch etwa 3000 Löwen in freier Wildbahn. Um die Millionenstadt Johannesburg sind sie schon lange ausgerottet. Kilometer südlich von Johannesburg erreichen die Löwen nach insgesamt 30 Stunden in den engen Transportboxen eine andere Welt. Ihre Welt. Die neue Heimat. Kongo, Nora und Naida erhalten ein gemeinsames Gehege. Und neugierige Nachbarn. Löwen sind von Natur aus Rudeltiere, die nur im Familienverband sich vertragen. Wenn wir Löwen retten, dann übernehmen. Die sind ideal für die Nester der Maskenweber. Über dem Wasser hängend sind sie vor Feinden sicher. Die Männchen tragen nun alle ihr gelbes Hochzeitskleid mit einer dunklen Gesichtsmaske, die dem Maskenweber den Namen verleiht. Doch ein fescher Anzug allein überzeugt die wählerischen Weibchen der Vogelkolonie noch lange nicht. Ein ordentliches Eigenheim ist gefragt, komfortabel, stabil
und sicher. Daher versuchen die Männchen, sich gegenseitig im Bau von Nestern zu übertreffen. Bis zu 5 Nester webt so ein bunter Spatz in die Zweige. Unter prüfenden Blicken legen sie sich Jahr für Jahr aufs Neue ins Zeug mit ihrer ausgefeilten Baukunst und werben laut um die Gunst der Weibchen. Nach tagelanger Anstrengung folgt die erste neugierige Inspektion durch ein interessiertes Weibchen. Der Nachbar gibt sich nicht geschlagen und baut eifrig weiter. Doch das Weibchen hat sich bereits für ein Nest und dessen Baumeister entschieden. Gemeinsam mit ihm wird es hier Junge haben, wenn die Regenzeit beginnt. Kurz zeigt die Savanne die Farben des Winters. Bald schon werden zarte Grüntöne das Landschaftsbild rund um den Lions Rock zeichnen. Und das Futter der Impalas wird wieder saftiges, frisches Gras sein. 2 Monate sind vergangen. Kongo hat sich gut eingelebt in Lions Rock. Nora und Naida nutzen die neue Freiheit. Häufige Geplänkel unter den Schwestern stehen an der Tagesordnung. Kongo kann das nicht erschüttern. Das Einzige, was ihn noch quält, sind seine üblen Zähne. Den kalten Winter haben nur die beiden stärksten jungen Strauße überlebt. In einem Jahr werden sie so groß sein wie ihre Eltern. Neo und sein Harem aus Sekt. Für Kongo und seine Schwestern ist es die letzte Mahlzeit hinter Gittern. 2 Tage noch, dann wird sich ihr Leben komplett verändern. Auf Inges Fütterungsplan stehen nun die sibirischen Tiger. Die Geschwister Zita, Mirsa und Rafik wurden in diesem Verlies mitten in Europa geboren. Ah, ihr seid schon alle da. Gut so, Jungs. Warte, ruhig. Rafi, gut so, Junge. Gut so, Junge. Die Tierpflegerin arbeitet routiniert, aber auch sehr konzentriert. Sie weiß, ein falscher Handgriff kann ihr letzter sein. Okay, jetzt geht's weiter, Rafi. Gut so, Junge. Ja. Auch die Tiger sollen schon bald in Lions Rock eine bessere Heimat finden. Lions Rock war früher eine Löwenfarm. Die Übernahme durch die Tierschützer hat diesem Rudel das Leben gerettet, denn sie wurden für die Jagd gezüchtet. Von Menschenhand aufgezogen sind Löwen für Jagdtouristen aus der ganzen Welt eine leichte Beute. Für eine Trophäe zahlen sie bis zu 50.000 Euro, ein Millionengeschäft. Die Gehege für die 6 Neuankömmlinge aus Europa sind 4 Meter hoch und durch einen Elektrozaun gesichert. Die Gitter reichen tief in den Savannenboden. Nicht einmal Erdhörnchen wühlen sich dadurch. Die nächsten Anlagen sind schon geplant, denn immer lauter wird in Europa die Diskussion über die Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft. Durch verschärfte Vorschriften wird Lions Rock für immer mehr Löwen zum Zufluchtsort. Hildegard Pirkes Mission ist noch lange nicht zu Ende.
Lion's Rock ist aus der Not heraus entstanden, dass extrem viele Großkatzen in Europa und weltweit natürlich in extrem schlechten Haltungsbedingungen leben, in Zirkussen, in Zoos. Und speziell in Europa war klar, dass immer mehr Zoos, die einen sehr niedrigen Standard haben, zusperren müssen und dass dann besonders Großkatzen und besonders Löwen dort einfach dahin vegetieren und keiner hat eine Lösung für die. Zweimal in der Woche am frühen Morgen versetzt Fleischgeruch die Tiere in Aufregung. Zur selben Zeit beginnt im holländischen Tierasyl die Überstellung nach Lion's Rock. Sechs Löwen müssen betäubt, untersucht und in ihre Transportboxen verfrachtet werden. Ich habe mir schon alle Pfeile gemacht. Alle? Ja. Große Herausforderung im Allgemeinen für den Wildtierarzt ist, dass wir unsere Patienten nicht kennen. Wir kommen hierher, wir haben also Patienten vor uns, die wir vorher nicht untersuchen können. Wie bei Menschen oder in einer Kleintierpraxis, wo wir eine Narkosevoruntersuchung machen, dass wir wissen, wie sind die Leberwerte, sind die Nieren in Ordnung. Wir wissen nicht mal das Körpergewicht, das heißt also, man muss so grob schätzen und das Tier von außen versuchen so einzuschätzen, ist der Gesundheitszustand okay oder gibt es Probleme. Soll ich ihn abhängen? Kongo ist besonders nervös. Er wird als erster betäubt, damit er die anderen nicht noch mehr beunruhigt. Er sitzt. Zweiter für Sie. Das Betäubungsmittel zeigt keine Wirkung. Der zweite Pfeil gilt Nora. Um die Löwin nicht zusätzlich zu reizen, tritt der Tierarzt rasch zurück. Kongo braucht eine höhere Dosis. Bei Nora wirkt die Betäubung rasch. Können wir sie kurz gerade hinlegen? Ja, komm mal, warte. Es sind natürlich gefährliche Tiere. Darum ist hier Sicherheit an erster Stelle zu setzen für Tier und Mensch. Es sind halt Fleischfresser und wir sind natürlich mit dem Beuteschema enthalten. Wenn die Narkose zu tief ist, dann kann es Probleme geben, dass sozusagen ein Narkosezwischenfall sich andeutet. Wenn sie zu flach ist, dann kann eine leichte Abwehrbewegung schon dazu führen, dass sich Menschen sehr stark verletzen. Oder der Worst Case ist natürlich, wenn ein Tier wach wird in diesem kleinen Käfig und die Fluchtmöglichkeiten sind hier relativ begrenzt. Also man muss hier sehr vorsichtig arbeiten. Relativ kleine Gefäße. Auch bei Kongo zeigt das Narkosemittel endlich Wirkung. Der pennt jetzt gerade ein. Den Sauerstoff könnte am... Die Geschichte der Heimkehr missbrauchter Löwen. In die Welt gesetzt, um Menschen zu unterhalten. Und die Geschichte einer starken Frau, die ihr Leben diesen Tieren gewidmet hat. Allein in Europa werden 2000 Großkatzen gefangen gehalten. In Gefangenschaft geborenen Löwen in Afrika eine neue Heimat zu geben, ist Hildegard Birkers Lebenswerk. In Südafrika hat die Tierschutzorganisation Vier Pfoten für die geretteten Löwen Land gekauft. Die ersten Heimkehrer an den Lion's Rock waren Löwen aus Österreich. Neo, der Anführer des Rudels, wurde im Safari-Park Gensandorf geboren und bereits dort von der Löwenexpertin betreut. Nach dem Konkurs der aus der Mode geratenen Publikumsattraktion kamen die Löwen nach Lion's Rock. Hildegard Pirker ging mit ihnen und blieb.
Stolz markiert der Anführer sein Territorium. Ein 5 Hektar großes Gehege, das Neo mit 6 Löwinnen teilt. Durch Gebrüll wird der Zusammenhalt des Rudels immer wieder neu gefestigt. Schon seit 6 Jahren genießt das Rudel die Freiheit am Löwenfelsen in Südafrika. Bis zu einem gewissen Grad sind die Gänsendorfer natürlich schon mehr an mein Herz gewachsen, weil ich einfach eine Geschichte mit den Tieren habe, die viel länger zurückgeht. Ich kenne die meisten von Geburt an. Aber natürlich für mich sind alle Tiere gleich wichtig und haben die gleiche Aufmerksamkeit von mir. Heute betreut die Niederösterreicherin an die 100 Löwen in Freilandgehegen. Mit 1200 Hektar Gesamtfläche bietet Lions Rock aber noch viel Platz für weitere Heimkehrer. Timothy, hast du Camilla heute schon gesehen? Wie geht's? Wie jeder Tag beginnt auch dieser für die Großkatzen mit Warten. Und nichts tun. Heute gibt es etwas Abwechslung in ihrem monotonen Alltag. Jeweils 2 Tage hintereinander bekommen sie Futter. Danach gibt es einen Tag lang nichts zu fressen. Auch in der Natur finden die Raubtiere nicht täglich Beute. Tierpflegerin Inge bringt den Tieren pro Woche etwa 700 Kilogramm Fleisch. Die Kosten dafür haben den Vorbesitzer in den Konkurs getrieben. Für Kongo und seine Schwestern ist es die letzte Mahlzeit hinter Gittern. 2 Tage noch, dann wird sich ihr Leben komplett verändern. Auf Inges Fütterungsplan stehen nun die sibirischen Tiger. Die Geschwister Zita, Mirsa und Rafik wurden in diesem Verlies mitten in Europa geboren. Ah, ihr seid schon alle da. Gut so, Jungs. Warte, ruhig. Rafi, gut so, Junge. Gut so, Junge. Die Tierpflegerin arbeitet routiniert, aber auch sehr konzentriert. Sie weiß, ein falscher Handgriff kann ihr letzter sein. Okay, jetzt geht's weiter, Rafi. Gut so, Junge. Ja. Auch die Tiger sollen schon bald in Lions Rock eine bessere Heimat finden. Lions Rock war früher eine Löwenfarm. Die Übernahme durch die Tierschützer hat diesem Rudel das Leben gerettet, denn sie wurden für die Jagd gezüchtet. Von Menschenhand aufgezogen sind Löwen für Jagdtouristen aus der ganzen Welt eine leichte Beute. Für eine Trophäe zahlen sie bis zu 50.000 Euro, ein Millionengeschäft. Zuletzt endlich Kongo.
hat der ehemalige Zirkuslöwe so eine Manege betreten. Zum ersten Mal das Gras der Savanne unter den Füßen, den Duft der Freiheit in der Nase und die Weite der Landschaft vor Augen. Doch etwas kennt Kongo bereits aus seiner Zeit im Zirkus. Den Geruch von Pferden. Den Pferden der ehemaligen Löwenfarm wurde ebenfalls die Freiheit geschenkt. In der Trockenzeit ernähren sie sich vor allem von den nährstoffreichen Wasserpflanzen. Der Frühling beginnt. Die Erdhörnchen graben nach saftigen Samen und Wurzeln. In Tunnelbauten, die sich mehrere hundert Quadratmeter unter dem Savannenboden erstrecken, finden sie Schutz vor möglichen Feinden und der Hitze. Die langen, dünnen Äste der Weiden sind ideal für die Nester der Maskenweber. Über dem Wasser hängend sind sie vor Feinden sicher. Die Männchen tragen nun alle ihr gelbes Hochzeitskleid mit einer dunklen Gesichtsmaske, die dem Maskenweber den Namen verleiht. Doch ein fescher Anzug allein überzeugt die wählerischen Weibchen der Vogelkolonie noch lange nicht. Ein ordentliches Eigenheim ist gefragt, komfortabel, stabil und sicher. Daher versuchen die Männchen, sich gegenseitig im Bau von Nestern zu übertreffen. Bis zu 5 Nester webt so ein bunter Spatz in die Zweige. Unter prüfenden Blicken legen sie sich Jahr für Jahr aufs Neue ins Zeug mit ihrer ausgefeilten Baukunst und werben laut um die Gunst der Weibchen.